noch einige große Rennen in Bayern. Die besten Rock'n'Roll-Tänzerinnen und Tänzer haben sich gestern in Wolkersdorf im Weinviertel versammelt, um sich die diesjährigen Staatsmeistertitel untereinander auszumachen. Vor allem die riskanten Akrobatikelemente haben den Paaren alles abverlangt und auch für so manchen Schreckmoment gesorgt. Auch die Feinschmecker im Publikum kommen hier voll auf ihre Kosten. Hohe Präzision, anspruchsvolle Choreografien und natürlich spektakuläre Akrobatik. Dafür steht Rock'n'Roll. Und auch wenn man sich selbst als Nischensportart sieht, geht die Entwicklung in die richtige Richtung. Ich finde, der Rock'n'Roll-Sport ist sehr gut unterwegs. Es hat sich ja sehr viel getan in den letzten Jahren, weil es hat sich auch die Musik geändert, wie man es hört. Also das heißt, man hat ja nicht mehr die klassische Rock'n'Roll-Musik, sondern man hat ja auch so ein bisschen so die fetzigere Musik, die auch natürlich jüngeres Publikum anspricht. Und es wird alles sehr viel athletischer, sehr viel sportlicher. Der Staatsmeistertitel wird in den beiden höchsten Klassen vergeben. In der Main Class Contact Style sowie in der Königsklasse der Main Class Freestyle. Mit 6 Paaren im Finale ist vor allem in der sogenannten B-Klasse, der Contact Style Klasse, für viel Spannung gesorgt. Gestartet wird mit der Footwork-Runde, in der von den Wertungsrichtern die Fußtechnik der Paare bewertet wird. Zusätzlich fließt die Ausstrahlung und das Auftreten der Paare sowie die Musik, die Choreografie und die Auswahl des Themas in die Wertung ein. Die 6 Paare in der Main Class Contact Style liefern sich ein enges Rennen. In der zweiten Runde liegt der Fokus auf den Akrobatikfiguren, die in dieser Klasse zwar noch leicht eingeschränkt sind, trotzdem höchste Präzision und volles Vertrauen zum Partner erfordern. Am Ende setzen sich Laurin Greiter und Nicole Harp gegen die Konkurrenz durch. Sie gewinnen den Staatsmeistertitel vor Michael Gubisch, Marie Strasser und Aaron Wagner, Nina Moschitz und legen damit den Grundstein, in Zukunft vielleicht auch in der Königsklasse an den Start zu gehen. Also aktuell freuen wir uns mal über unsere Erfolge in der B-Klasse oder Main Class Contact Style. Aber natürlich, man will immer weiter und immer höher hinaus und unser nächstes Ziel wird sicher irgendwann die Main Class Freestyle werden, ja. Ein wichtiges Versprechen für die Zukunft, vor allem weil in der Main Class Freestyle in diesem Jahr mit Matthias Feichtinger und Anna Sturm nur ein österreichisches Paar am Start ist. Das Risiko der Akrobatikfiguren ist vielen Athletinnen und Athleten aktuell noch zu hoch. Feichtinger und Sturm haben den österreichischen Staatsmeistertitel in der anspruchsvollsten Klasse damit schon sicher, wollen dem Publikum gegen das Herausfordererpaar aus Russland, Artem Esenkov und Alexandra Sagaidak, aber dennoch ihre Favoritenrolle unter Beweis stellen. In der Footwork-Runde gelingt das nach Plan. In der Akrobatik-Runde kommt es dann aber gleich zu mehreren Schreckmomenten, die in weiterer Folge den Turniersieg kosten. Ich glaube, mental waren wir heute nicht so stark wie sonst und ja, ist so und beim nächsten Mal machen wir es wieder besser. Der dritte Staatsmeistertitel der Karriere ist für das österreichische Vorzeigepaar trotzdem ein besonderer. Wir sind stolz darauf, dass wir Österreich auch in den internationalen Turnieren vertreten dürfen, hoffentlich dort mit einer besseren Leistung. Vor den anstehenden Turnieren im Ausland heißt es für die beiden jetzt Fehler analysieren, damit Ende November bei der Weltmeisterschaft wieder die Bestleistung abgerufen werden kann.